Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Disjunktion oder auch Oder-Verknüpfung. Und haben schon besprochen, dass wir im das als B oder Q wiedergeben. Das letzte Mal auch besprochen, dass P außer wenn Q eine Disjunktion bedeutet, P oder Q. Wir haben auch besprochen, dass in den meisten Fällen in der natürlichen Sprache der Ausdruck P oder Q ausschließend gemeint ist, also als entweder P oder Q, sowie dass auch wenn wir P außer wenn Q vor uns haben, dass das so zu interpretieren ist. Und eine weitere Phrase für die Disjunktion ist PS. Sei denn das Q, ja? Also das Beispiel vom letzten Mal, unser Hund Cäsar beißt nicht, es sei denn, er wird angegriffen. Oder unser Hund ist zahm, es sei denn, er wird angegriffen. Ne? Das ist in diesem Fall auch eine Disjunktion. P oder Q. Und ich habe das letzte Mal auch gesagt, Q ist sowas wie die Ausnahmebedingung. Das heißt, eine weitere logisch gleichwertige und richtige Wiedergabe wäre auch non-Q, Pfeil P. Ja? Wenn nicht Q, dann P. Wenn der Hund nicht angegriffen wird, dann ist er zahm. Ja? Also es gilt dasselbe für das außer wenn, auch für das es sei denn das. Und ich habe auch gesagt, also dass die vollständige Wiedergabe meistens ein Entweder-Oder ist, wenn Sie also hier hinschreiben, P entweder oder Q, dann kriegen Sie diese 0,5 Punkte auch noch dazu. Müssen aber vorher überlegen, in dem Beispiel, der Hund ist zahm, es sei denn, er wird angegriffen, ob das auch wirklich so ist. Wenn ich das als Entweder-Oder rekonstruiere, dann heißt das, wenn ich das sozusagen gleichwertig mit Implikationen mache, dass ich sage, ja, wenn er nicht angegriffen wird, dann ist er zahm. Aber wenn er angegriffen wird, dann ist er nicht zahm. Ja? Das wäre so das Entweder-Oder, also nicht beides zusammen. Und ich glaube, dass man in diesem Fall auch ein solches Entweder-Oder meint, wenn man jemanden sagt, wenn er nicht angegriffen wird, ist er zahm, damit meint man auch, ja gut, wenn er angegriffen wird, dann aber nicht. Ne? Weil ich würde Ihnen nicht sowas sagen wie, wenn Sie es schaffen, 2 Meter hoch zu springen, dann ist 2 und 2 4. Ja? Weil es ist sowieso 2 und 2, sowieso 4, auch wenn Sie nicht 2 Meter hoch springen können. Ja? Also wenn ich so eine Bedingung dranhänge, dann will ich meistens auch sagen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann trifft es aber nicht zu. Ja? Also wenn man den Hund angreift, dann Vorsicht. Also meine ich, dass das Oder in der natürlichen Sprache meistens das Entweder-Oder, aber nicht immer. Sie erinnern sich an dieses Beispiel, wo das Oder einschließend war, wo man sagt, Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung ist, für die Jobzulassung ist ein Diplom in Physik oder in Chemie. Und wenn es da beides heißt, umso besser natürlich, dann ist es einschließend gemeint. Also bevor Sie diese Entweder-Oder-Rekonstruktion machen, schauen Sie sich nochmal den Kontext an, das konkrete Beispiel an. Okay, damit sind wir mit der Disjunktion zu Ende. Als nächstes kommt die Implikation dran. Nun, bei der Implikation ist natürlich die Standardwiedergabe, wenn P, dann Q. Ja? P, Pfeil, Q.
Das Witzige ist hier aber, dass die natürliche Sprache wirklich absolut trickreich ist und die diversesten Variationen und Schnörkeln zulässt. Also Sie können so ziemlich alles verstellen. Also statt wenn P, dann Q, können Sie auch sagen, ich fasse das mal, ich will mal weglegen hier. Wenn P, Q, ja? Sie können das dann weglassen. Sie können aber auch schreiben, Q, wenn P. Also Sie können das dann weglassen und das wenn auch noch hinten dran setzen. Aber Sie können aber auch sagen, Q dann, wenn P. Also das ist alles gleichbedeutend. Ja? Sie sehen, dass die natürliche Sprache einfach sozusagen viele Schnörkeln zulässt. Die Menschen sind einfach zu intelligent und denen wird es fad, immer nur wenn P, dann Q zu sagen. Ja? Die sagen halt, die variieren halt und jeder macht es ein bisschen anders, ja, und findet das cool. Und die eine Generation sagt es lieber so und die andere lieber so und zum Schluss entsteht so ein Kuddelmuddel. Und man wundert sich, dass man sich da als natursprachlicher Sprecher überhaupt noch zurechtfindet. Aber das bedeutet alles dasselbe, wenn P, dann Q. Zum Beispiel, mein Beispiel hier, wenn die Relativitätstheorie stimmt, wird Licht im Schwerefeld abgelenkt. Ja? Andere Phrasen, die auch wenn P dann Q bedeuten, sind folgende. Die schreibe ich hier nochmal hin. Ja? Schreib sie mal hier hin. Sofern P Q oder auch natürlich Q sofern P oder Q, also im Falle, dass P Q beziehungsweise Q im Falle, dass P. Ne? Oder vorausgesetzt P, Q, respektive Q vorausgesetzt, ja. Sie können es immer umdrehen. Ja? Das sind auch nochmal Phrasen für P-Pfeil Q, also wenn P, dann Q. Und schließlich und endlich, also das, was der Fachbegriff für das Wenn-Dann in der Philosophie ist, folgender, P ist eine hinreichende Bedingung, für Q. Der Begriff der hinreichenden Bedingung ist der Fachbegriff hier. P ist eine hinreichende Bedingung für Q. Also das ist sozusagen alles, was es zum wenn P dann Q Wesentliches zu sagen gibt. Frage? Alles glasklar, wie ich sehe. Ja? Das haben wir noch nicht besprochen. Das kommt jetzt sofort. Das kommt jetzt gleich. Was es mit der notwendigen Bedingung auf sich hat, darauf komme ich gleich. Aber die einschlägige Zusatzbedeutung der Implikation, die möchte ich doch noch erwähnen, die ist immer dieselbe.
Und das haben wir schon bei der Einführung der Implikationen in der dritten Stunde gehabt. Das Wenn dann in der natürlichen Sprache suggeriert über die materiale Implikation hinaus, also diese Wahrheitswerttafel der materialen Implikation hinaus, dass zwischen dem Wenn-Glied und dem Dann-Glied ein inhaltlicher, bitte setzen Sie sich möglichst gleich hin, Zusammenhang besteht. Inhaltlicher Zusammenhang. So nenne ich das als Überbegriff. Es besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Es ist also entweder P ist die Ursache oder der Grund für Q. Also es muss sozusagen eine Ursache, kausale Beziehung oder eine Begründungsbeziehung zumindest vorliegen. Spezifische Zusatzbedeutungen gibt es bei der Implikation nicht, so wie bei der Konjunktion mit all diesen Schnörk, mit all diesen Variationen. Ja. Einfach nur, es gibt, muss schon ein inhaltlicher Zusammenhang auch da sein. Okay. Jetzt komme ich zum Nur-Wenn-Dann. Das Nur-Wenn-Dann ist noch tückischer in der natürlichen Sprache, weil da kann ich noch mehr umdrehen. Nur wenn P, dann Q. Ja? Das kann ich zum Beispiel so umdrehen. Natürlich kann ich dazu auch sagen, nur wenn P, dann Q. Nur wenn P, Q. Ich kann aber das Q auch vorsetzen. Q, nur wenn P, also da mache ich dann kein Komma hin, Q nur wenn P, umdrehen kann ich es auch. Aber noch tückischer, in dem Fall kann ich sogar das nur shiften. Ich kann das dann einfügen, dann muss ich sagen, B, also Q, nur dann, hier muss ein P natürlich hin, hier hin, nur dann, wenn P. Q nur, wenn P oder Q nur dann, wenn P. In dem Fall habe ich nicht nur das Wenn hinter das Dann, in dem Fall habe ich nicht nur das Wenn hinter das Dann gesetzt, sondern das nur vom Wenn zum Dann verschoben. Ja? Und es bedeutet immer noch dasselbe. Ja? Also Sie sehen, die natürlichen Sprachbenutzer sind echt fantasievoll. Beziehungsweise, falls Gott die Sprache geschaffen hat, hat er einen schlechten Tag gehabt. Ja? Weil es ist wirklich etwas verwirrend, wenn man diese Variationen sich anschaut. Und wenn Sie also ein Nur-Wenn in der natürlichen Sprache finden, so Q nur dann, wenn P, dann, ich mache es jedenfalls immer so, dass ich das erstmal in die kanonische Form rückübersetze, nur wenn P, dann Q, bevor ich es dann logisch übersetze. Sie werden sehen, Sie werden schneller mal in dem Fall über Ihre eigenen Beine stolpern. Ja? Okay. Was ist jedenfalls das Wesentliche dieses nur wenn P, dann Q? Ja? Es ist die umgekehrte Implikation. Es bedeutet, wenn Q, dann P. Ja? Bedeutet so viel wie wenn Q, dann P. Ja? Also nur wenn P, dann Q bedeutet logisch gesehen so viel wie wenn Q, dann P. Wenn Q, dann P. Also man sagt auch, P ist eine notwendige Bedingung für Q. Ja, sagt man auch. P ist notwendige Bedingung für Q. Ja? Also wenn Q eingetreten ist, dann muss P der Fall gewesen sein. So müssen Sie das verstehen. Ja? Wenn Q eingetreten ist, notwendig dafür war P, also muss P eingetreten sein. Ja? Daher, wenn Q, dann P.
Q nur dann, wenn P, also wenn Q, dann P. Achtung! Beim nur dann, wenn P ist es natürlich nicht in dem Sinn einer zeitlichen Reihenfolge gemeint. Keine zeitliche Abfolge, ja, ist hier involviert. Das nur dann, wenn, ist ein logisches nur dann, wenn. Ja. Das müssen Sie natürlich schon sehen. Nehmen wir mal das Beispiel, nur wenn es kalt ist, schneit es. Ja, also nur wenn P, es ist kalt, dann schneit es. Ja? Heißt so viel wie, wenn es schneit, dann muss es kalt gewesen sein. Ne? Ist nicht als zeitliche Reihenfolge gemeint, also zuerst schneit es und dann ist es kalt geworden, das wäre irgendwie seltsam, sondern im logischen Sinn. Wenn es schneit, dann wissen wir, es muss in der Nacht, wo es geschneit hat, kalt gewesen sein. Ja? Unter 0 Grad. Ne? Im Gegensatz dazu, also und der Satz ist auch korrekt, im Gegensatz dazu, also das wäre eben die Implikation Q Pfeil P. Ja? Im Gegensatz dazu wäre die Behauptung P Pfeil Q, wenn es kalt ist, schneit es. Und die Behauptung ist natürlich falsch, also jedenfalls in allen Landstrichen, wo es nicht permanent regnet, ja, und wenn es dort dann kalt ist, dann schneit es, ja. Aber überall dort, wo es nicht immer regnet, muss es nicht schneien, wenn es kalt ist, ja. Aber wenn es geschneit hat, dann wissen wir, es muss kalt gewesen sein. Weil es ist eine notwendige Bedingung und eben keine hinreichende. Ja? Hinreichende Bedingung dafür, dass es schneit, wäre was? Es muss kalt sein und... Was noch? Es muss regnen, ja. Es müssen Wolken in der Luft sein, die aus Wasser bestehen. Die Temperatur muss dementsprechend sein. Ich meine, wenn es minus 270 Grad ist, irgendwo im Weltraum draußen, dann entsteht auch keine Schneeflocken. Dass Schneeflocken entstehen, ist ein wunderbares Phänomen, eine Fraktalbildung. Das entsteht nur unter speziellen Bedingungen, ja. Diejenigen, die Schneebomben, die Schneemaschinen, die künstlichen Beschneiungsanlagen in Österreich seinerzeit gebaut haben und erfunden haben, das war eine schwierige Sache, diese Schneeflocken zu erzeugen. Ne? Da muss ja das Gefrieren gleichzeitig mit Luft vermischt sein. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel Wasser nachts im Winter bei minus 0 Grad auf dem Balkon stehen haben, in der Schüssel, entsteht kein Schnee draus, dann entsteht Eis draus. Ja? Können Sie lang probieren, bis Sie Schneeflocken erzeugen. Das heißt, die hinreichende Bedingung dafür, dass es schneit, ist wesentlich komplizierter, als wir es glauben. Aber die notwendige Bedingung ist, dass es kalt ist. Ja? Das ist eine von vielen notwendigen Bedingungen. Okay. Fragen dazu? Alles klar soweit? Ja? Juron. Dann komme ich zum Schluss. Also wie gesagt, für das nur wenn, dann ist der Fachbegriff P ist eine notwendige Bedingung für Q. Für das wenn, dann ist der Fachbegriff P ist eine hinreichende Bedingung für Q. Und wenn man beides zusammenschaltet, dann kriegt man den Fachbegriff der notwendigen und hinreichenden Bedingung, was wir durch die Äquivalenz wiedergeben, P äquivalent Q. Der philosophische Fachbegriff lautet eben P ist notwendige und hinreichende Bedingung, Bedingung für Q. Ne? Das ist ja die Konjunktion der Behauptung, dass P eine hinreichende und dass P eine notwendige Bedingung ist. Also das ist ja äquivalent mit der Konjunktion hier P Pfeil Q. Beziehungsweise die notwendige steht zuerst, also sagen wir Q Pfeil P und P Pfeil Q. Ne? Ja.
Irgendein schlauer Mensch in der letzten Veranstaltung hat auch gemeint, das ist ja eigentlich symmetrisch, wenn P eine notwendige Bedingung ist für Q, das heißt ja so viel wie wenn Q, dann P, dann ist ja, kann man ja sagen, wenn P eine notwendige Bedingung ist für Q, dann ist Q eine hinreichende Bedingung für P. Ja? Wenn P eine notwendige Bedingung ist für Q, dann ist Q eine hinreichende Bedingung für P. Ja? Logisch gesehen ist das absolut korrekt. Ja? Logisch gesehen ist das genauso. Nur mit der inhaltlichen Zusatzbedeutung, dem inhaltlichen Zusammenhang, da ist es natürlich, da trifft es nicht zu. Weil die kausale Ursache-Wirkungsbeziehung ist asymmetrisch. Ne? Ich kann also sagen, dass es kalt ist, ist eine notwendige Bedingung dafür, dass es schneit. Ja? Also, wenn es schneit, dann ist es kalt gewesen. Das heißt, dass es schneit, ist eine hinreichende Bedingung dafür, dass es kalt ist. Naja, das sagt man eigentlich nicht, weil der kausale Zusammenhang ja nicht von der Zukunft in die Vergangenheit geht. Ich meine, dass es heute geschneit hat, ist ja nicht die Ursache dafür, dass es in der Nacht davor kalt war. Ja? Also die Kausalrichtung, das ist die Zusatzbedeutung, die ist asymmetrisch. Aber die logische Grundbedeutung, die ist symmetrisch, da kann man wirklich sagen, also wenn P eine notwendige Bedingung ist für Q, das heißt so viel wie wenn Q, dann P, also ist dann Q eine logisch gesehen hinreichende Bedingung für P. Gut. Damit sollten alle Klarheiten aus der Welt geschaffen sein. Gibt es irgendwelche Fragen dazu noch? Wenn nicht, dann gehe ich natürlich sofort zum nächsten Kapitel über. Und das nächste, danke, ja. Das nächste Kapitel lautet Rekonstruktion von Argumenten. Also das nächste Kapitel ist noch übertrieben. Wir sind am letzten Punkt dieses Kapitels. Rekonstruktion von Argumenten. Ja. Also wenn wir jetzt dann in den Übungen natürlich, wollen wir nicht nur einzelne Sätze rekonstruieren, sondern ganze Argumente, irgendwie Argumente von berühmten Philosophen zum Beispiel rekonstruieren. Und es ist so, aber auch Argumente von irgendwelchen Leuten im Alltag, ja. Sie können auch das letzte Argument der letzten Talkshow rekonstruieren, wenn Sie wollen, können wir alles machen in den Übungen. Was weiß ich. Letzte Jauch-Diskussionsrunde, ja, können wir alles machen. Wesentlich ist, wenn Sie Argumente in der natürlichen Sprache vorfinden, ja, dann ist es da nicht so, dass die Prämissen immer am Anfang geäußert werden und die Konklusion am Schluss. Auch da war es den Menschen offenbar zu langweilig und die haben alle möglichen Variationen erfunden. Es gibt also in Argumentationen kann man auch zuerst die Konklusion bringen und dann die Prämissen nachtragen oder man kann zuerst eine Prämisse bringen und dann die Konklusion. Also ich habe hier zum Beispiel, mein Beispiel lautet, Peter fährt mit dem Auto, ja. Also ist er nüchtern. Denn wenn Peter besoffen ist, fährt er nicht Auto. Das wäre zum Beispiel so ein typisches natursprachliches Argument. Ne? Ja, den Peter kann man sich in der Hinsicht verlassen, ja, ne? Der fährt mit dem Auto, also ist, das ist hier in dem Fall die erste Prämisse, ja, das ist die Konklusion und das ist die zweite Prämisse, ja, das müssen Sie auch erkennen, was ist hier die Prämisse, dass Peter mit dem Auto fährt, ist nicht die Konklusion, das ist die erste Feststellung, ja, Peter fährt mit dem Auto, aha. Also ist er nüchtern, ne? Obwohl es 3 in der Nacht ist. Ne? Aber, weil ich kenne ja den Peter, schieben Sie nach, wenn er besoffen ist, dann fährt er nicht Auto. Also.
Wie gesagt, ich kann nichts dafür, dass die natürliche Sprache nicht so logisch ist, sondern dass sie rekonstruktionsbedürftig ist. Das ist einfach so in der Evolution, ja. Jede Generation erfindet ihre eigene Geheimsprache, ja. Jede macht es ein bisschen anders. Und so kommt es. Es gibt nur Faustregeln, woran Sie in der natürlichen Sprache erkennen, was eine Prämisse und was eine Konklusion ist. Und zwar diese Faustregeln, das sind Prämissen- und Konklusionsindikatoren. Prämissen- und Konklusionsindikatoren. Die schreibe ich Ihnen jetzt auf. Prämissenindikatoren. Denn, da, weil, insofern, als, was steht da noch, ja und so weiter. Also das sind auch typische Prämissenindikatoren, ob zum Beispiel so ein weil einen aussagenlogischen Junktor bedeutet oder aber sozusagen einfach eine Prämisse indiziert, müssen Sie auch in der Rekonstruktion herausfinden. Was eben die bessere Interpretation ist. Also das ist die Antwort auf Ihre Frage. Das müssen Sie durch, weiß ich gar nicht mehr, wer das jetzt war, aber das müssen Sie wirklich interpretativ-hermeneutisch entscheiden. Was ist die beste Interpretation? Ja? Aber an diesen Worten erkennen Sie, im Kontext wird es immer klar, ja? An diesen Worten erkennen Sie eine Prämisse. Konklusionsindikatoren gibt es natürlich auch. Typische Konklusionsindikatoren sind zum Beispiel, also, daher, was haben wir noch, somit, deshalb, ergo und so weiter. Das heißt, mit dem Wissen hier erkennen Sie schon, also ist offenbar, das indiziert einen Schluss hier, also. Das ist eindeutig, das ist die Konklusion. Das ist eindeutig. Wenn da irgendwo also steht, dann ist es immer eine entschlossene Konklusion. Ja? Das ist kein Junktor, also ist nie ein Junktor. Und dann denn, wenn denn am Anfang steht eines Satzes, dann ist es immer ein, indiziert immer eine Prämisse. Ja? Statt dem denn könnte natürlich auch stehen, der Grund ist folgender Punkt, Doppelpunkt. Der Grund ist folgender Doppelpunkt, würde auch einfach eine Prämisse indizieren. Aber wenn irgendwo steht, denn es ist so, weil es nämlich so, Verzeihung, dann ist es eine Prämisse. Aber wenn da steht, daher ist es so, oder also ist es so, oder deshalb, ist es immer eine Konklusion. Die Konklusionsindikatoren sind sozusagen das, worauf Sie bei der Rekonstruktion von Argumenten am besten als erstes schauen. Und wenn Sie die Konklusion identifiziert haben, dann gucken Sie, wo stecken denn überall die Prämissen? Bei den Prämissen wird in der natürlichen Sprache sehr häufig die wichtigste Prämisse mal an Anfang gesetzt und dann werden andere Prämissen, die mehr oder weniger selbstverständlich sind, ja, die werden dann eventuell im weiteren Verlauf der Diskussion nachgetragen. Und ganz selbstverständliche Prämissen werden oft überhaupt weggelassen. Gut, damit bin ich mit dem Abschnitt Rekonstruktion und Repräsentierung der natürlichen Sprache, bin ich jetzt am Ende. Ja, bin ich am Ende. Ein Kriminalrätsel. Sie wissen ja, wir haben am Anfang dieses Rätsel da gehabt, ja, und ich möchte Ihnen jetzt nur nochmal zum Abschluss, zum krönenden Abschluss dieses Kapitels so ein Übungsbeispiel zeigen, was wir mit den Fähigkeiten, die wir bis jetzt gelernt haben, alles Tolles machen können. Das ist ein ziemlich kompliziertes Kriminalrätsel. Ja? Niemand weiß, ob der Schluss gültig ist oder nicht. Ja? Außer Detektiv Sherlock Holmes, der weiß es natürlich. Aber wir mit unseren einfachen Mitteln können jetzt also die Intelligenz von Sherlock Holmes, wie Sie sehen werden, auch aufbieten. Wir wollen halt mal rausfinden, ob der Schluss gültig ist. Machen wir das mal. Wir sagen also folgende Legende. P steht für Peter geht zur Party.
Peter geht zur Party, ja? He steht für Hilde, ja? E steht für Evelyn, geht zur Party jeweils. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Hu steht für Hubert, geht zur Party. Ja, dann haben wir, he haben wir schon, wenn Clara, achso, wir haben, Verzeihung, wir brauchen natürlich die Clara, das sei K steht für Clara, geht für, zur Party. Hu haben wir schon, ist der Hubert. KL steht für den Klaus, okay, der Klaus geht zur Party. Wen haben wir noch? Haben wir noch wen? Klaus, Hubert, Hilde, Evelyn. Und dann haben wir noch T für im Fernsehen läuft Tatort, ja? Im Fernsehen, ja? Okay. Jetzt wollen wir schauen, ist das Argument gültig? Dazu müssen wir es rekonstruieren. Machen wir das? Was ist die erste Prämisse? Wenn Peter zur Party geht, dann auch... Was dann? Hilde oder Evelyn? He, also he oder e? Wie lautet die zweite Prämisse? Wer kann mir jetzt helfen? K impliziert who oder K, genau. Jawohl. Nächste Prämisse. Hubert geht nicht zur Party, wenn Hilde kommt. Ja? Ja? Genau. Wenn Hilde kommt, also he, Pfeil, nicht hu. Genau. Wenn he, dann nicht hu. Wenn die Hilde kommt, kommt der Hubert nicht. Nächste Prämisse. Evelyn geht nicht zur Party, wenn im Fernsehen Tatort läuft. Exakt. T, Pfeil, nicht E. So, jetzt kommt ein bisschen was Schwieriges. Ich werde gleich dann weiterschauen. Jetzt kommt, Klaus geht nur dann zur Party, wenn Hubert kommt. Nee. Nur wenn, die formen es erstmal um. Nur wenn Hubert kommt, geht Klaus zur Party. Nein. Nein. Wenn Hu, nein. Mit Hi hat das gar nichts zu tun. Hi ist ja die Hilde. Klaus geht nur dann zur Party, wenn Hubert kommt. Also der Satz heißt, nur wenn Hubert kommt, das ist die Standardform, dann geht Klaus zur Party und nur wenn, dann ist die Umkehrung. Exakt. KL, Pfeil, Hu. Ja? Komisch, da stolpern alle immer. Das ist die Nur-Wenn-Bedingung. Ja? Also, nur wenn der Hubert kommt, geht der Klaus zur Party. Das ist die notwendige Bedingung. Also wenn der Klaus zur Party gegangen ist, dann ist der Hubert auch gekommen. Das heißt nicht, dass wenn der Hubert kommt, dass der Klaus sicher zur Party ist. Aber wenn der Klaus erschienen ist, wissen wir, der Hubert war auch da. Ja? Und letzte Prämisse, Peter und Clara gehen zur Party, also P und K. K steht ja für Clara. Ja? So, daraus folgt kein Tatort. Frage, ist dieses Argument gültig? Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Ja, Sie müssen schon Farbe bekennen. Wer ist für Nein? Okay, wer ist für Ja? Aha, ja. Also die anderen wissen es nicht. Okay, wir prüfen das jetzt. Das ist jetzt das Geheimnis von Sherlock Holmes, ja? Wenn niemand hingeschaut hat, hat er auch ganz schnell die Reductio ad absurdum Methode durchgeführt. Ja, und so ist er auf seine Schlüsse gekommen. Das machen wir jetzt auch. Wir setzen also sämtliche Prämissen wahr. W, 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 W und die Konklusion F.
Wenn die Konklusion F ist, ist T ist wahr. Wenn die Konjunktion wahr ist, ist auch P wahr und K wahr. Also das wissen wir schon mal. P, K und T ist wahr. Jetzt übertragen wir das mal rüber. Wir gehen also dahin. T ist wahr. P und K ist auch wahr. Wo ist K ist auch wahr und P ist auch wahr. Gut. Jetzt feuern wir unseren Modus Ponens los. Ja? Pfeil war, Vorderglied war, ist also hier das Hinterglied war. Pfeil war, Vorderglied war, ist also hier das Hinterglied war. Pfeil war, Vorderglied war, ist also hier das Hinterglied war. Dreimal Modus Ponens, ja? Das ist der nächste Schritt. Wollen Sie mir helfen? Bitte. Falsch, genau. Das E ist falsch. Jetzt können wir das E hierhin übertragen. Falsch. Disjunktion ist aber wahr. Muss also das Hi wahr sein. Hi ist wahr. Das können wir hierhin übertragen. Modus Ponens feuert. Non-Hu ist also auch wahr. Wenn Non-Hu wahr ist, ist Hu falsch. Wenn Hu falsch ist, können wir das hier eintragen. Die Disjunktion ist aber wahr. Also muss Klaus auch wahr sein. Wenn Klaus wahr ist, können wir den hier hin übertragen und mit Modus Ponens wieder auf Hu feuern, dann ist Hu also auch wahr. Haben aber schon Widerspruch, weil Hu hier wahr ist und hier ist aber Hu falsch. Also Widerspruch gültig. Und so hat Sherlock Holmes seine Fälle gelöst. Ja? Der Schluss ist also gültig. Schlau, ne? Das ist die logische Methode. Das ist die logische Methode. Ja? Wenn Sie wirklich so komplexe Argumente haben, dass Sie es intuitiv nicht oder kaum mehr durchschauen, ja? Dafür brauchen Sie Logik. Mit den Mitteln können Sie das jetzt. Sie rätseln wahrscheinlich, Sie wollen es natürlich auch intuitiv jetzt irgendwie erkennen, warum ist der Schluss gültig. Ja, ich meine, intuitiv, wir schließen oft nach so gewissen Regeln nicht. Wenn wir die deduktive Methode machen, zu der wir jetzt übergehen, können Sie es auch mit deduktiven Schritten lösen, dann wird es vielleicht noch klarer. Aber ich meine, an für sich ist es relativ klar. Gucken Sie da mal hin, was steht denn da? Die Evelyn geht nicht zur Party, wenn Tar dort läuft. Das heißt, also, wenn die Evelyn da war, dann war sicher kein Tatort. Also wir müssen zeigen, dass die Evelyn da war. Na gut, Peter und Clara gehen zur Party. Ne? Und wenn Peter zur Party geht, war ja auch Hilde oder Evelyn da. Jetzt ist es aber so, wenn die Clara zur Party geht, war Hubert oder Klaus da. Und es gilt aber auch, dass Klaus nur dann geht zur Party, wenn der Hubert kommt. Also wenn der Klaus da war, dann war sicher auch der Hubert da. Aber wenn der Hubert da war, also entweder es waren keiner von beiden, es müssen beide da gewesen werden, also auch der Hubert. Und wenn der Hubert da war, dann war die Hilde nicht da. Ja, weil wenn die Hilde da ist, dann war der Hubert nicht da. Das heißt aber, wenn die Hilde oder Evelyn da war und die Hilde nicht da war, musste Evelyn da gewesen sein und daher kann im Fernsehen kein Tatort gelaufen sein. Okay? Ja, nee, also das machen wir dann in den Übungen. In den Übungen können wir das dann ganz langsam auch machen. Und wir werden es dann mit der deduktiven Methode auch nochmal beweisen. Aber hier sehen Sie schon mal, wofür logische Verfahren nützlich sind. Und ich meine, Sie können jetzt also Kriminalfälle à la Sherlock Holmes auch lösen. Okay. Den zweiten Schluss, ob man daraus auch folgen kann, dass Klaus nicht zur Party geht, den behandeln wir dann auch in den Übungen. Ja. Gut. Damit komme ich zu dem nächsten Abschnitt meiner Lehrveranstaltung, der fasst Ihnen einfach wichtige aussagenlogische Schlüsse, Theoreme und Metatheoreme zusammen. Und weil das eben nur eine Zusammenfassung ist, erspare ich mir die Schreibarbeit. Okay, gut. Wir können mit den jetzigen Mitteln nämlich die wichtigsten Schlüsse und logischen Wahrheiten der Aussagenlogik alle beweisen. Also alles, was dasteht, werden wir teilweise auch wirklich in den Übungen beweisen, teilweise
sage ich es Ihnen einfach, aber Sie könnten es mit Ihren Mitteln locker beweisen, weil Sie haben ja gesehen, mit Ihren Mitteln können Sie schon so schwierige Sachen wie das machen, dann können Sie das ganz locker machen. Also, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass diese wesentlichen Schlüsse hier auch für unsere deduktive Methode ganz wichtig sind. Ich erläutere Ihnen erstmal die Schlüsse und dann die deduktive Methode. Das sind die wichtigsten Schlüsse, die wir auch in unserem deduktiven System S verwenden. Sie sehen, für jeden Junktor gibt es zwei Schlüsse hier. Für die Implikation, es ist charakteristisch Modus ponens, A Pfeil B und A daher B. Ja? Ein Schluss, den so gut wie jeder beherrscht. Und Modus tollens, A Pfeil B, non B, daher non A. Das ist der berühmte Modus tollens. Der sagt auch, vom negierten Hinterglied können Sie auf das negierte Vorderglied schließen. Ja? Und der Schluss sagt, vom Vorderglied schließen Sie einfach auf das Hinterglied. Um Ihnen ein Beispiel zu bringen, es gibt in der Psychologie ein bekanntes Beispiel, ein Kartenspiel, da sind auf der Vorderseite Buchstaben drauf und auf der Rückseite Zahlen. Ja? Und Sie haben also diese Karten auf dem Tisch liegen, von den einen zwei kennen Sie nur die Vorderseite und von den anderen beiden nur die Rückseite. Und jetzt gilt die Regel, gilt, wenn auf der Vorderseite ein A sich befindet, dann auf der Rückseite, da muss auf der Rückseite sich eine 4 befinden. Und die Frage lautet, welche Karte müssen Sie umdrehen, um diese Regel zu prüfen? Also mit der Umdrehung von welchen Karten können Sie diese Regel testen? Ich möchte jetzt mal einfach Ihre spontane Meinung wissen. Wer meint, dass man A umdrehen muss? Einfach zeigen, einfach hier spontan. Wer meint, dass man B umdrehen muss? Wer meint, dass man also 4 umdrehen muss? Und wer meint, dass man die 3 umdrehen muss? Okay, also die Ergebnisse waren ungefähr, hier haben ungefähr 50% aufgezeigt, hier jeweils nur ungefähr 10, hier 50 und hier 10. In der anderen Veranstaltung war es ähnlich. Das ist der berühmte, was ich Ihnen jetzt gerade aufgezeigt habe, ist der berühmte Weisen Selection Task. Was ich mit Ihnen durchgeführt habe, ist der berühmte Weisen Selection Task. Und das Erstaunliche ist, der funktioniert immer wieder und zeigt, dass wie eigentlich dumm die Menschen sind. Ja? Es ist unglaublich, aber ich habe Ihnen gerade eben erklärt, da oben, dass die beiden gültigen Regeln der Modus Ponens und der Modus Tollens sind. Und genau das wird mit diesem Weisen Selection Task nämlich ausgetestet. So wieder hin, ja. Ja. Und es ist klar, dass wir, das ist die richtige Antwort, ja, Modus Ponens erkennt jeder, ne? Wenn ich A umdrehe, dann kann ich die Regel überprüfen, weil wenn da auf der Hinterseite dann keine 4 steht, ist die Regel falsifiziert. Und die ist richtig. Die Negation des Hinterglieds, ja, non 4, die muss ich umdrehen. Weil wenn da auf der Hinterseite ein A ist, dann ist die Regel falsifiziert. Wenn ich die umdrehe, kann ich überhaupt nichts erschließen. Egal, ob dahinter ein A oder ein B ist, völlig wurscht, sagt überhaupt nichts. Wenn ich die umdrehe, kann ich auch nichts erschließen. Wenn da auf der Hinterseite 3 oder 4 ist, die Regel ist damit nicht berührt. Ja? Und es ist interessant, dass immer wieder also das rauskommt, fast niemand dreht diese Karte um, obwohl die nach Modus Tollens umzudrehen ist. Es funktioniert sogar, also, und daraus haben also die Leute in der kognitiven Psychologie zunächst geschlossen, die Menschen sind einfach logisch gesehen, also es ist traurig, ja. Also Modus Tollens, auch wenn man es den Leuten sagt, ja, intuitiv schon wieder die falsche Antwort. Ja? Und zu Ihrer Beruhigung, ja. Der Test wurde auch mit Mathematikern gemacht und die haben auch das Falsche gesagt.
und auch mit Leuten mit IQ über 150. Und die haben zunächst auch das Falsche gesagt. Natürlich, wenn man es jetzt, wo ich es Ihnen gesagt habe, sehen Sie es, dass Sie natürlich die Karte umdrehen müssen, mit der könnten Sie es widerlegen. Die ist Unsinn. Aber vorher, ja, das ist der berühmte Vision Selection Task in der Kognitionspsychologie, an den sich eine 50-jährige Debatte mittlerweile anknüpft. Ist der Mensch einfach irrational oder unlogisch oder ist die klassische Logik vielleicht nicht adäquat, um das schlaue menschliche Schließen zu beschreiben? Ja. Also, das war ein kleiner Exkurs zu diesen beiden Regeln hier. Modus ponens, kein Problem. Modus tollens, die zweite Implikationsregel, die gültig ist und die von dem intuitiven Schließen der Spezies Homo sapiens irgendwie so schwer begriffen wird. Gut. Nächste zwei Regeln. Die beiden Regeln, die mit der Addition zu tun haben, die mit der Disjunktion zu tun haben. Einerseits der disjunktive Syllogismus, ganz wichtig. A oder B, non A, daher B. Beziehungsweise A oder B, non B, daher A. Der schließt einfach so, also morgen wird der Herr Meier oder der Herr Müller in den Physikunterricht kommen, der Herr Meier kommt nicht, also kommt der Herr Müller. Ja? Ja. Oder ich zahle Ihnen das Bar oder per Scheck, Bar zahle ich es nicht, also zahle ich es per Scheck. Die nächste Regel ist die Addition. Die Addition nennt man auch oder Abschwächung. Die Regel ist gültig, obwohl sie im Alltag nicht oft angewandt wird, weil sie sozusagen viele irrelevante Schlüsse produziert. Wie zum Beispiel, was war mein Beispiel? Also, wenn ich hier stehe, dann stehe ich auch hier oder es ist Frühling. Ist ein gültiger Schluss, ja? Oder wenn ich Logik unterrichte, dann unterrichte ich Logik oder ich bin ein Tiger. Ist ein gültiger Schluss, ja? Weil das oder ist einschließend, also wenn es wahr ist, dass ich Logik unterrichte, ist es auch wahr, dass ich Logik unterrichte oder ein Tiger bin, ja? Also solche Schlüsse würde im Alltag niemand ziehen. Aber es ist eben so in der Mathematik, die Gültigkeit ist eben so definiert, dass es unmöglich ist, dass die Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch ist. Und daher ist der Schluss gültig. Man nennt das eine irrelevante Abschwächung. Ja. Man kann damit natürlich im Alltag auch viel Unruhe stiften. Ja. Zum Beispiel der Journalist, der sieht, ja, der Komet, der wird im Atlantischen Ozean landen, ja, und schreibt in die Zeitung rein, der Komet, der wird entweder im Atlantischen Ozean landen oder in London. Ja? Ja, den wird man sicher einsperren. Aber dafür, im Alltag würde man das als Fehlmeldung ansehen. Aber logisch gesehen ist der Schluss gültig. Ja? Nur würde niemand ziehen. Ne? Also, wenn mich jemand fragt, was ist der richtige Weg zum Bahnhof, dann, und ich weiß, in die Richtung und nicht in die Richtung, sage ich, in die Richtung oder in die Richtung. Ne? Das ist genauso. Ne? Also, aber logisch gesehen, ich habe ja nicht gelogen. Ja? In die Richtung oder beides. Ja? Am besten beides. Wumm, geht er dann gegen die Wand. Ja? Nee. Aber logisch gesehen, gültig. Also, nur damit Sie dafür ein Gefühl kriegen, die Definition der Gültigkeit erfasst, also diese Eigenschaft, dass ein Schluss niemals wahre Prämissen und falsche Konklusionen haben kann. Aber nicht jeder in diesem Sinne gültige Schluss ist auch informationell relevant. Also bringt uns interessante Informationen in der Konklusion. Ja? Das ist einfach so. Das ist in der Mathematik auch so. Da gibt es auch den Begriff der unechten Teilmenge. Ja? Jede Menge ist von sich selbst eine unechte Teilmenge. Ja? Aber das ist ein nützlicher Begriff. Ja? Okay. Gut. Ja, dann gibt es eben noch die beiden Schlüsse mit der Konjunktion, die sind eher sehr harmlos. Die sogenannte Simplifikation ist der Schluss, wo ich von A und B
auf A schließe oder von A und B auf B. Also wenn ich sage, ich bin unglücklich und bettelarm, dann bin ich eben auch bettelarm, ja. Oder wenn ich unglücklich und bettelarm bin, dann bin ich eben auch unglücklich, ja. Beziehungsweise die zweite, das nennt man die Simplifikation. Und die zweite Schlussart, die Konjunktion oder die Konjunktionseinführung, ist die Schlussart, wenn A und B, dann bin dann auch A und B. Ne? Also wenn ich bettelarm bin und wenn ich auch weiß, ich bin, was war das andere, unglücklich, dann bin ich eben bettelarm und unglücklich. Ja? Und dann schließlich die doppelte Negation. Wenn A, dann auch non-non-A und wenn non-non-A, dann auch A. Ja? Also das ist eine Eigenschaft, das sind auch zwei Formen, ja? Die habe ich jetzt nur in eine Zeile geschrieben. Das ist eine Eigenschaft der klassischen Logik und der Zweiwertigkeit der Wahrheitswerte, dass sozusagen die Negation von etwas Falschem wieder das Wahre ergibt. Also wenn etwas nicht falsch ist, dann ist es wahr. Daraus folgt es. Ja? Also wenn es nicht falsch ist, dass ich ein Mensch bin, dann bin ich ein Mensch. Ne? Oder wenn es falsch ist, dass ich kein Tiger bin, dann bin ich ein Tiger. Ja? Und so weiter. Die doppelte Negation. Es ist interessant, dass was das Nicht-Harmlose an diesen zwei Regeln ist, ist der Schluss von non-non-A auf A. Dieser Schluss ist sozusagen wesentlich für die klassische Logik. Den Schluss haben wir auch in der Reductio ad absurdum Methode schon verwendet, also was wir hier gemacht haben. Da haben wir ja gesagt, ja, wir nehmen das Gegenteil an und der These, ja, also wir haben angenommen, der Schluss ist ungültig, das Gegenteil, und zeigen, dass aus dem Gegenteil ein Widerspruch folgt, ja, also das heißt, dass das Gegenteil nicht wahr sein kann. Das heißt, was wir eigentlich gezeigt haben, ist non-non-A. Es ist nicht der Fall, dass der Schluss ungültig ist. Das haben wir gezeigt. Und daraus folgen wir, der Schluss ist gültig. Das ist typisch für die klassische Logik und es ist auch korrekt. Ich meine, ich möchte nur am Rande dazu sagen, dass es eine berühmte Debatte in der Philosophie der Mathematik darüber gibt, ob man das in der Mathematik wirklich generell sagen soll. Und die intuitionistischen Logiker, so nennen die sich, haben gesagt, nein, man soll eigentlich in der Mathematik also die Beweise alle so führen, dass man also sie nicht indirekt macht. Das nennt man auch den indirekten Beweis. Man beweist, dass das Gegenteil falsch ist. Man beweist nicht direkt A mit Modus Ponens, sondern beweist, das Gegenteil ist falsch. Und die intuitionistischen Mathematiker meinten also, die haben auch keine zweiwertige Logik da vertreten. Ja? Das waren also so Konstruktivisten und die meinten, die haben das angezweifelt. Ja? Und es ist interessant, dass wenn man das anzweifelt, dann kann man einen Großteil der Mathematik nicht mehr beweisen. Ja? Aber das ist nur am Rande. Für uns ist es klar, dass das einfach gilt, weil wir im Rahmen der zweiwertigen Logik verbleiben. Aber es gibt darüber eine interessante Debatte. Okay, ja, diese acht Schlüsse hier, Schlussschemata hier, sind gleichzeitig die grundlegenden Schlüsse unseres deduktiven Systems S, des Schließens, das wir in der nächsten Stunde kennenlernen werden. Also ganz wichtig. Es ist nämlich so, bisher haben wir die Wahrheitstafeln und Wahrheitszeilenmethode verwendet, um herauszufinden, ob gewisse Schlüsse gültig sind oder Sätze logisch wahr sind. Und Sie haben gesehen, das funktioniert irgendwie super. Ja? Aber intuitiv klar ist Ihnen dieser Schluss dieses Kriminalrätsel erst geworden, wie ich Ihnen diese Schlussführung mit diesen Regeln erklärt habe. Ja? Wenn das, dann das, wenn das, dann das, wenn das, dann das und daher das. Das nennt man auch die deduktive Methode, wenn man so nach gewissen Regeln Schritt für Schritt schließt. Also in der deduktiven Methode ist es so, man nimmt an, dass gewisse Schlüsse, von denen man weiß mal, dass sie gültig sind, in unserem System sind es genau die Schlüsse, die setzt man voraus als sogenannte Regeln, Basisregeln. Und dann zeigt man, dass man mit den Schlüssen allein alle anderen logisch gültigen Schlüsse und auch alle anderen logischen Wahrheiten herleiten kann.
indem er die einfach hintereinander sequenziert, indem er lange Ketten von solchen Schlüssen bildet. Indem er lange Ketten von sehr einfachen Schlüssen bildet, kann man interessanterweise auch so gut wie alle logischen Schlüsse, logisch gültigen Schlüsse beweisen. Und wenn man die richtigen Schlüsse als Basisregel nimmt, und das tun wir, dann kann man tatsächlich alle gültigen Schlüsse damit beweisen und alle logischen Wahrheiten. Und das ist die deduktive Methode. Man nennt es auch der natürliche Schließen, weil die Menschen eher, teilweise jedenfalls eher, nicht im Kopf irgendwelche Wahrheitstafeln abspulen, oder? Also wenn Sie nachvollziehen wollen, warum jetzt im Fernsehen kein Tatort läuft, dann spulen Sie jetzt nicht so eine Reduktion ad absurdum Zeile ab. Oder ich habe zwar jetzt gesagt, der Sherlock Holmes hat das heimlich verwendet, immer wenn Sie, aber das, die Wahrheit ist die, intuitiv gesehen spulen Sie zunächst mal einen Beweis ab. Aber nur wenn es zu kompliziert wird, dann würden Sie eventuell zu solchen Hilfsmitteln greifen. Wenn man intuitiv schließt, schließt man meistens eben so, wie ich es hier gemacht habe. Naja, wenn das, dann das, wenn das, dann das und so weiter. Das ist die deduktive Methode. Das ist ja das Schöne in der Logik. Sie sehen, es gibt die semantischen Methoden und es gibt die Beweismethoden. Es gibt mehrere verschiedene Methoden in der Logik, die alle zum selben Ziel führen. Okay. Wie gesagt, die deduktive Methode werde ich das nächste Mal Ihnen vorstellen. Jetzt führe ich Ihnen ja nur zunächst mal die wichtigsten grundlegenden Schlussarten vor. Im Skriptum habe ich wohlgemerkt noch ein paar andere stehen, aber hier in der Folie habe ich nur die wichtigsten angeführt und die hier stehen, die sollten Sie sich auch merken. Die sollten Sie dann können. Ja? Die anderen sind sozusagen Zusatzstoff. Okay. Ich stelle Ihnen jetzt noch ein paar vor. Zunächst mal die Implikation betreffend. Da gibt es diese Schlüsse, die wichtig sind. A Pfeil B, B Pfeil C, daher A Pfeil C. Das nennt man auch die Transitivität der Implikation oder den Kettenschluss. Oder seit Aristoteles hat es den verstaubten Namen hypothetischer Syllogismus. Ja, fragen Sie mich nicht. Ja gut, hypothetischer Syllogismus. Das kommt aus der aristotelischen Syllogistik her, ja. Dass man das so nennt. Oder Einführung im Antezedenz, A Pfeil C, B Pfeil C, daher A oder B Pfeil C, ja, ist auch relativ klar, zum Beispiel, ja, wenn es regnet, ist die Straße nass, wenn der Spritzwagen spritzt, ist die Straße nass, daher, wenn es regnet oder der Spritzwagen spritzt, dann ist die Straße nass. Ja. Oder hier oben noch ein Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Wenn die Straße nass ist, dann ist sie glitschig. Also wenn es regnet, ist die Straße glitschig. Ganz einfach. Und Einführung in Konsequenz. A Pfeil B, A Pfeil C, daher A Pfeil B und C. Zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Wenn es regnet, ist die Straße glitschig. Daher, wenn es regnet, ist die Straße nass und glitschig. Ja. Dann die beiden Regeln, die nennt man Exportation bzw. Importation und Exportation. Wenn unter der Bedingung A, ich formuliere das jetzt mal nur durchsprachlich schön, wenn B Pfeil C gilt, sofern A, dann gilt C, sofern A und B. Ne? Wenn A Pfeil B Pfeil C, dann A und B Pfeil C. Also zum Beispiel. Ja, ich denke gerade nach. Das war jetzt noch mal ein Beispiel. Ich will jetzt nicht mehr mit der Straße und die nass ist. Ja. Wenn ich einen Führerschein habe, dann gilt, wenn ich ein Auto besitze, kann ich fahren. Daraus folgt, wenn ich einen Führerschein habe und ein Auto besitze, dann kann ich fahren. Dann kann ich Auto fahren. Dann ist es mir möglich, mit dem Auto zu fahren. Und die umgekehrte Richtung. A und B Pfeil C, daher A Pfeil, B Pfeil C, also wenn es der Fall ist, dass also wenn ich im Abiturszeugnis einen Schnitt von 2 habe und die Lateinprüfung habe, dann darf ich Philosophie studieren. Früher war das mal so. Dann gilt auch, wenn ich im Abitur einen Notenschnitt 2 habe oder besser, dann gilt, wenn du erstmal die Lateinprüfung abgelegt hast, dann darfst du Philosophie studieren.
Aber heute ist es nicht mehr so. Dann Prämissenverstärkung, wenn A-Pfeil B gilt, dann gilt auch A und C-Pfeil B. Also wenn sozusagen, wenn dieses Ding nach unten fällt, sobald ich es loslasse, dann gilt auch, wenn ich das Ding loslasse, falls nach unten, daraus folgt auch, wenn ich das Ding loslasse und es ist der 17. Juli, fällt es trotzdem nach unten. Und selbst wenn es da, wie viel da heute ist, wie viel da ist heute? Selbst wenn es der 27. November ist. Also ich darf einfach, wenn A dann B, wenn das schon gilt, dann darf ich zu A beliebige Sachen dazuhängen, es gilt trotzdem. Weil wenn A sozusagen eine hinreichende Bedingung ist für B, dann ist auch A und irgendwas erst recht eine hinreichende Bedingung für B sozusagen. Ja, ich darf irrelevante Dinge dazufügen. Und genauso Abschwächung der Konklusion, die kann natürlich auch irrelevant sein. Ja. Ich kann natürlich auch sagen, na, wenn ich das Ding loslasse, dann fällt es zu Boden. Wenn das weiß, dann gilt auch, wenn ich das Ding loslasse, dann fällt es zu Boden. Oder ich bin ein Tiger. Ja. Ist auch wahr, ja, weil es ist ja zu Boden gefallen. Ja. Und wenn ein Oder-Glied wahr ist, dann ist die Disjunktion wahr. Dieses Beispiel bringt mich gleich zum nächsten Kapitel, nämlich zum nächsten kleinen Block, sozusagen, nämlich den trivialen oder irrelevanten Schlüssen. Eben nochmal, um es zu betonen, die Logik lässt eben auch triviale oder irrelevante Schlüsse zu. Die Definition, es kann nicht sein, dass die Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch, lässt das zu. Das erste Argument, das nennt man auch triviales Argument, ist A daher A. A daher A. Das ist das wirklich einfachste Argument, was es überhaupt gibt. Ja? Wenn Ihnen gar nichts einfällt, wiederholen Sie sich einfach, sagen Sie A, weil A, weil A, weil A. Sie haben immer was zu sagen. Sie müssen sich im Gedächtnis außer einer einzigen Proposition gar nichts merken. Das nennt man daher auch das triviale Argument. Ja? Dann gibt es diese Versionen, ex falso quod libet, die haben einfach mit der, und verum ex quod libet, haben in diesem Fall mit der materialen Implikation zu tun. Dass die eben so definiert ist, dass auch wenn kein inhaltlicher Zusammenhang besteht, die Implikation gilt. Und zwar gilt sie, wenn das Vorderglied falsch ist, daher ist folgender Schluss gültig, non A, daher A Pfeil B. Ja? Ja? Also es ist zum Beispiel wahr, ich bin kein Tiger, daraus folgt, wenn ich ein Tiger bin, dann sind Sie eine Blumenvase. Das ist wahr. Das ist eine gültige Folgerung. Ich bin kein Tiger, daher, wenn ich ein Tiger bin, sind Sie eine Blumenvase. Gültiger Schluss. Ist natürlich völlig irrelevant, aber erfüllt die formale Definition der Gültigkeit. Und genauso gilt, wenn es wahr ist, dass B, dann ist auch A Pfeil B wahr. Also das heißt, Sie sind keine Blumenvase. Daraus folgt, wenn ich ein Tiger bin, dann sind Sie keine Blumenvase. Ist natürlich auch wahr. Ja? Ist ein gültiger Schluss. Dasselbe gilt es dann auch mit der logischen Wahrheit und der logischen Falschheit. In dem Fall ist die Prämisse nicht wahr, sondern logisch wahr, also Verzeihung, beziehungsweise in dem Fall ist die Prämisse nicht falsch, drückt keine Falschheit aus, sondern eine logische Falschheit. A und Non-A kann unmöglich sein. Aus A und Non-A können Sie daher beliebige schließen. Also zum Beispiel, ich sage, ich bin ein Tiger und ich bin kein Tiger, daher sind Sie eine Blumenvase. Ist logisch gültig. Warum? Weil es unmöglich sein kann, dass die Prämisse wahr ist. Also gibt es keine Wahrheitswertzeile, die die Eigenschaft hat, dass alle Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch. Das nennt man auch die sogenannten Paradoxien der klassisch-logischen Gültigkeit, dass man aus widersprüchlichen Prämissen beliebige schließen kann, aber das ist so. Das folgt aus der klassischen Definition der Gültigkeit. Weil eben die Prämissen in keiner Möglichkeit wahrgemacht werden können, kann es nicht eintreten, dass die Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch. Also ist der Schluss von A und Non-A, ich bin ein Tiger und ich bin kein Tiger, auf B, auf beliebiges B, also zum Beispiel Sie sind eine Blumenvase oder auch Sie sind die tollsten Typen, die man sich überhaupt vorstellen kann, ja, um mal was Positives zu sagen, in jedem Fall gültig. Sie wollten noch was sagen?
Ja, also manche Leute sagen, das ist okay, das stört mich nicht, und manche sagen, das ist problematisch. Ja. Die Logiker, die versuchen also eine Logik zu entwickeln, wo man diese zwar klassisch gültigen, aber unerwünschten Schlüsse nicht mehr drinnen hat, das nennt man auch Relevanzlogik. Und es ist aber relativ schwierig, die Gültigkeit ad hoc so, den Begriff der Gültigkeit irgendwie ad hoc so zu verändern, dass man alle erwünschten logischen Schlüsse drinnen hat und dann die, die zwar formal gültig sind, aber sozusagen informationell irgendwie unsinnig sind, dass man die rauskriegt. Das ist schwierig. Ja. Na gut, und hier gilt dasselbe, also das ist, da schließe ich nur auf eine logische Wahrheit. Wenn A dann B oder non-B, also aus der Tatsache, dass ich wenn ich ein Tiger bin, dann ist 2 und 2 4. Ja. Ja, klar, ist auch ein gültiger Schluss, weil 2 und 2 sowieso 4 ist. Ja. Egal, ob ich ein Tiger bin oder sie eine Blumenvase oder ob wir die tollsten Menschen der Welt sind oder was auch immer der Fall ist. Ja. 2 und 2 ist 4. Okay. Gut. Dann weiter. Es gibt, genauso wie es einige grundlegende logisch gültige Schlüsse gibt, gibt es einige grundlegende logisch wahre Aussagen. Und hier sind auf der Seite nochmal grundlegende logisch wahre Aussagen für Sie. Natürlich zwei grundlegende logisch wahre Aussagen, die sozusagen die Grundlagen der klassischen Logik überhaupt ausdrücken, ist Tertium non datur, non datur. Ein drittes gibt es nicht, also A oder non A. Und das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs, nicht A und non A, also nichts ist zugleich wahr und falsch. A oder non A und nicht A und non A. Das sind zwei berühmten, einfach die syntaktische Formulierung der Tatsache, dass die Semantik der klassischen Logik zweiwertig ist. Das steckt genau da drinnen. Ja? So wie man überhaupt verschiedene Eigenschaften unserer Wahrheitstafeln hier einfach syntaktisch ausdrückt. Weitere wichtige logische Wahrheiten stehen jetzt da weiter unten. Das sind insbesondere die Äquivalenztheoreme, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Äquivalenztheoreme sind besonders wichtig, weil man daran sieht, welche logischen Formen einfach genau dieselben Wahrheitsbedingungen haben, also logisch gleichbedeutend sind. Das heißt, genau dann, wenn das eine wahr ist, ist auch das andere wahr. Dazu zählt als erstes einmal die doppelte Negation. A ist äquivalent mit non non A. Das nächste sind die Kommutativitätsgesetze. Das ist ganz wichtig hier. Wenn Sie jetzt, Verzeihung, können Sie noch, doch nochmal löschen. Das und das oder sind vertauschbar. Die Reihenfolge beim und beim oder ist egal. A und B ist so viel wie B und A. A oder B ist so viel wie B oder A. Das nennt man Kommutativität. Kommutare heißt vertauschen. Kann mir wer sagen, ob auch die Implikation kommutativ ist? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht, weil das ist ja A als hinreichende Bedingung für B und hier ist ja A als notwendige Bedingung für B. Das wäre ja, ist ja sozusagen gerade das, genau das andere, die andere Art der Verknüpfung. Also die Implikation ist nicht kommutativ, aber die Konjunktion und die Disjunktion sind kommutativ. Genauso die Assoziativität. Das heißt, wenn Sie eine fortlaufende Konjunktion haben, ist es egal, wie Sie die verklammern, wie Sie die zweistellig verklammern. Und bei der Disjunktion genauso, die zweistellige Verklammerung spielt keine Rolle. Diese beiden Gesetze übrigens kennen Sie vermutlich auch aus der Arithmetik, ja, auch das Plus und das Mal sind sowohl kommutative wie assoziative Operationen. Ja, haben Sie in der Schule gelernt, in Ihrem Schulbuch stand das irgendwann mal drinnen, und Sie werden sich sicher daran erinnern. Ja? Und weil das so ist, weil man eben vertauschen kann bei Konjunktionen und zweistellig verklammern kann, wie man will, führt man auch den Begriff der endstelligen Konjunktion ein. Die endstellige Konjunktion
ja? Zum Beispiel eben A1 und A2 und A3. Wenn Sie also jetzt, wir dürfen das machen und wir wissen, es ist in dem Fall egal, wie man das klammert und in welcher Reihenfolge, es ist ganz egal. Wenn Sie also eine Textstelle haben, wo Sie zum Beispiel zum Übersetzen haben, was wir vorhin hatten, Peter kam zur Party und Hubert kam zur Party und Hilde kam zur Party und Clara kam zur Party, dann dürfen Sie schreiben P1 und P2 und P3 und P4 und müssen nicht klammern. Wenn Sie damit allerdings dann zum Beispiel einen Reductio ad absurdum Beweis haben und Sie haben also jetzt so eine Prämisse irgendwie dastehen, dann müssen Sie natürlich wissen, was ist der Hauptjunktor. Also dann klammern Sie halt irgendwie, ja, klammern Sie dann irgendwie zweistellig. Dann in dem Fall wäre zum Beispiel jetzt hier der Hauptjunktor. Aber wenn Sie anders klammern, ja, wenn Sie anders klammern, ist natürlich der Hauptjunktor jetzt hier der. Ja, das können Sie aber machen, wie Sie wollen, weil Ihnen die beiden Gesetze sagen, Sie können auch die Reihenfolge vertauschen, ja, Sie können auch P2 und P1 und P3 schreiben. Die Gesetze sagen Ihnen, es ist völlig egal, wie Sie klammern. Es kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Ja? Okay? Damit Sie wissen, welchen Wahrheitswert Sie zuerst ermitteln, müssen Sie schon klammern, aber es ist egal, wie Sie klammern. Okay, nächstes Gesetz, die Idempotenz ist relativ trivial. A und A ist dasselbe wie A. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, wie war es im Urlaub? Ja, das Essen war gut, ne? Und ja, gibt es vielleicht sonst noch was? Ja, naja, ja, Montag, das Essen war ziemlich gut. Ne? Und dann, ja, das Abendessen war recht gut. Und dann am Dienstag, das Essen war ziemlich gut, ja. Ja, das Essen war gut und das Essen ist auch nicht mehr als das Essen war gut. Ja? Oder A ist auch so viel wie A. Ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, na gut, ich mach dich zum Präsidenten, was gibst du mir dafür? Naja, ich schenke dir dafür das hinige Auto, also mein altes Auto schenke ich dir. Naja, und was noch? Ja, ich schenke dir mein altes Auto oder mein altes Auto oder mein altes Auto. Ja. Kriegt er auch nicht mehr, hat er nur das alte Auto. Ja. Also A oder A oder A ist auch so viel wie A. Gilt das übrigens in der Mathematik bei den Zahlen? Idempotenz? Nee. Nee, gilt nicht. 2 und 2 und 2 ist ein bisschen mehr als 2. Aber für welche Zahl gilt denn die Idempotenz? Beim Plus? Ja. Für die 0 gilt sie beim Plus und für das Mal gilt sie für die 1. Genau. Gut. Sehr gut. Okay. Distributivität ist das nächste. Sie können hier sozusagen das und in die Oder-Verknüpfung hineinklammern. Distribuieren heißt also distribuieren heißt verteilen. Ja. A und B oder C ist so viel wie A und B oder A und C. Und analog, A oder B und C ist so viel wie A oder B und A oder C. Wenn Sie für das Plus, also wenn Sie für das und hier ein Mal setzen und für das oder ein Plus, das ist die übliche Zuordnung, Konjunktion ist nicht und, Konjunktion ist Mal, Disjunktion ist Plus. Wenn Sie das so einsetzen, dann stimmt dieses Distributivgesetz auch in der Arithmetik. Ja, A mal B und C ist so viel wie A mal B und A mal C. Das stimmt natürlich nicht in der Arithmetik. Ja. Aber in der Logik stimmen beide. Ganz wichtig sind jetzt dann noch die De Morgan-Gesetze. Die haben wir hier. Wenn eine Negation außerhalb einer Und- oder Oder-Verknüpfung ist, dann können Sie diese hineindistribuieren. Dabei dreht sich aber jeweils das Oder in ein Und um und das Und in ein Oder um. Berühmte De Morgan-Gesetze. Ja? Also wenn ich nicht A und B sage, ist das so viel wie nicht A oder nicht B. Und nicht A oder B ist so viel wie nicht A und nicht B. Also, zum Beispiel, wenn ich sage,
Es ist nicht der Fall, dass der Herr Müller oder das Herr Meier krank sind. Ja? Das sind die beiden Lehrer von dieser Klasse morgen. Es ist nicht der Fall, dass der Herr Müller oder der Herr Meier krank ist. Das wäre jetzt die zweite Zeile. Es ist nicht der Fall, dass der Herr Meier oder der Herr Müller krank ist. Dann heißt es so viel wie, also keiner von beiden ist krank. Dann heißt es so viel wie, es ist weder der Herr Meier krank noch der Herr Müller krank. Das heißt, beide sind gesund. Ja? Das heißt, es kommen beide, der eine kann unterrichten, der andere kann den Garten, den Schulgarten pflegen. Wenn ich hingegen sage, es ist nicht der Fall, dass sowohl der Herr Müller wie der Herr Meier krank ist, dann sage ich also, dass einer von beiden nicht krank ist. Ich weiß zwar nicht welcher, aber einer von beiden kommt. Das haben sie mir ausgerichtet. Einer ist krank, ich weiß nicht welcher, aber einer von beiden kommt. Das heißt, das ist so viel wie, es ist entweder der Herr Müller nicht krank oder eben der Herr Meier nicht krank. Hier bin ich, ja? Verstanden? Fragen dazu? Das sollte klar sein, das Demorgengesetz. Ja? Also nochmal hier kurz. Nicht beide ist so viel wie einer von beiden nicht und keiner von beiden ist so viel wie beide nicht. Ja? So kann man es auch formulieren. Okay, dann schließe ich noch die beiden. Dauto überflüssige, also erstmal die Definition der Implikation, das haben wir schon gemacht. A Pfeil B ist gleichbedeutend wie nicht A oder B. Äquivalenz ist gleichbedeutend mit der Pfeil in die eine Richtung und dem Pfeil in die andere Richtung, das haben wir schon gemacht. Überflüssige Tautologie, das bedeutet so viel wie wenn ich sage A und B oder nicht B, dann sage ich auch nicht B mehr wie A. Also wenn jemand, wie war es im Urlaub? Ja, das Wetter war gut. Ja, ja, was war denn sonst? Na ja, jetzt erzähl doch mal was Spannendes. Okay, das Wetter war gut und es fand eine Sonnenfinsternis statt, echt, oder es fand keine statt. Ja? Dann habe ich auch nur so viel gesagt wie, das Wetter war gut. Ja? Und analog hier bei der überflüssigen Konstruktion, wenn ich sage, ja, A ist der Fall oder irgendwas Unmögliches, dann ist das auch gleichwertig damit, dass ich sage, A ist der Fall. Schließlich auch noch die Kontraposition, A Pfeil B ist äquivalent mit Non-B, Pfeil Non-A. Das haben wir auch schon kennengelernt. Das entspricht, ist praktisch die materielle Fassung des Modus Tollens. Und hier die Falsifikation, wenn A Pfeil B nicht wahr ist, dann ist A wahr und nicht B wahr. Und genau dann. Das sagt Ihnen auch, drückt Ihnen sehr schön aus die Wahrheitstafel der Implikation. Also diese Regel drückt Ihnen sozusagen, diese logische Wahrheit drückt Ihnen die Wahrheitstafel der Implikation aus, nämlich die sagt, die Implikation ist, wenn die Implikation falsch ist, das ist genau dann der Fall, wenn A wahr ist und B falsch ist. Also in dieser Zeile der Wahrheitstafel, der zweiten Zeile. Ja? Das ist hier lediglich die syntaktische Version dieser zweiten Zeile der Wahrheitstafel. Okay, letzter Punkt, wenn wir beim nächsten Mal dann zum deduktiven System des natürlichen Schließens übergehen, dem System S, dann brauchen wir neben den Regeln, die gültigen Schlüsse, die wir vorhin aufgezählt haben, Modus Ponens, Modus Tollens, ja, und so weiter, diese acht Basisregeln unseres Systems. Neben diesen brauchen wir noch etwas. Psst. Und zwar brauchen wir Metaregeln. Metaregeln sagen etwas Generelles, noch Generelleres aus als logische Wahrheiten, nämlich sie sagen uns, sie haben meistens die Form, wenn ein bestimmtes Schlussschema gültig ist, dann ist auch ein anderes Schlussschema gültig. Ja? Das ist die Form von Metaregeln. Zum Beispiel sagt die Metaregel des Konditionalbeweises genau das aus. Wenn das ein gültiger Schluss ist, von Prämissen P1 bis Pn auf C, dann ist auch das ein gültiger Schluss, von den Prämissen P1 bis Pn-1 auf wenn Pn, dann C. Das ist jetzt eher abstrakt, ja. Das ist relativ allgemein, aber eine einfache Version des Konditionalbeweises ist zum Beispiel diese. Sie haben A
B, daher C. Wenn das ein gültiger Schluss ist, ja, angenommen, das haben Sie schon bewiesen, wobei A, B und C, das sind ja Schemabuchstaben, das sind irgendwelche speziellen Aussagen, dann ist eben auch der Schluss von A auf B Pfeil C gültig. Ne? Ja? Also wenn Sie zum Beispiel bewiesen haben, P Pfeil Q, das ist zum Beispiel ein gültiger Schluss, nun R Pfeil nun Q, daher P Pfeil R ist ein gültiger Schluss, ja, dann ist auch gültig B Pfeil Q, daher, wenn nun R Pfeil nun Q, dann P Pfeil R. Ne? Das wäre sozusagen eine Instanz dieser Metaregel. Wenn der eine Schluss gültig ist, ist auch der andere Schluss gültig. Ja? Speziell, wenn es überhaupt nur eine Prämisse gibt, dann kann man mit dem Schluss, mit der Metaregel erschließen, wenn aus A B folgt, wenn das ein gültiger Schluss ist, dann ist A Pfeil B logisch wahr. Ja? Das heißt, dann folgt A Pfeil B aus gar nichts mehr, aus der leeren Prämissenmenge. Ja? Das heißt, man kann ganz generell logisch wahre Sätze als Schlüsse mit einer leeren Prämissenmenge auffassen. Das ist das Zeichen für leere Menge. Und das kann man sagen, A ist logisch wahr genau dann, wenn A aus der leeren Prämissenmenge gültig folgt. Ja? Das ist also ein wichtiger Punkt, wie man in unserem System des natürlichen Schließens dann logische Wahrheiten beweisen werden. Wir werden zum Beispiel beweisen, dass P oder Non-P eine logische Wahrheit ist, indem wir zeigen, P oder Non-P folgt aus der leeren Prämissenmenge. Also auch wenn da gar nichts steht, können wir P oder Non-P ableiten. Wie das geht, werden Sie ja noch sehen. Es geht mit Fallunterscheidung. Also dafür braucht man dann Metaregeln. Schließlich, also wenn Sie die konjunktive Version des Konditionalbeweises haben, dann steht es hier und sagt, also das ist das, was wir schon am Anfang der Vorlesung besprochen haben, erinnern Sie sich, jedem gültigen Schluss entspricht eine wahre, logisch wahre Aussage, bei der wir die Prämissen zu der Konjunktion zusammenfügen und das Schlusszeichen durch den Pfeil ersetzen, dann kriegen wir, wenn P1 und Pn wahr ist, dann eben, wenn das, dann eben C.